Glück auf und herzlich willkommen zurück zu Combat Mission Battle for Normandy. Mein Name ist Timo Headbreaker und wenn ihr neu hier seid, findet ihr hier oben erst einmal die Playlist für diese Mission ab Minute 0 und dann findet ihr nach ungefähr 5 Minuten dort oben auch die Playlist für die gesamte Kampagne. Wenn man also mal was nachgucken will, da gibt es die Links. Ansonsten ist vielleicht erwähnenswert, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt, als ich das Video aufnehme, das Battle Pack Nummer 2 für Combat Mission Battle for Normandy entstanden ist, also damit, oder released worden ist. Damit ist also dieses sehr umfangreiche Paket noch einmal erweitert worden. Vielleicht ist das ja für euch. Es gibt darin neue Kampagnen und ein paar neue Gefechte. Einfach mal entweder auf der Slytherin-Seite oder bei Battlefront.com selber direkt beim Entwickler nachgucken, was da so drin ist. Vielleicht ist das ja was für euch, vielleicht aber auch nicht. Und damit würde ich jetzt sagen, gehen wir erstmal ins Intro, dann in den Rückblick und treffen uns dann gleich auf der Karte wieder. Ein neuer Part, ein neues Problem, das wir lösen müssen. Wir sehen, wir haben da Kontakt mit einem Fahrzeug. Das ist natürlich für uns jetzt schlecht. Ja, für den Gegner vielleicht gut, für uns aber schlecht. Nichtsdestotrotz, immerhin nähern wir uns hier an den Gegner an und werden hoffentlich sowohl hier als auch hier Fortschritte machen, um Sicht auf den Gegner zu bekommen. Wir führen neue Elemente ran, zusätzliche Elemente. Und das gleiche werden wir hier auf der Straße auch tun. Neben dem AT-Trupp möchte ich das ist Second Team Engineer Platoon, das ist Third Platoon, Second Platoon und hier hinten haben wir das Second Squad vom First Platoon. Die waren ja in die Reserve gestellt. Und wir werden das so machen. Machen das nochmal rückgängig. Split Teams. Wir werden uns hier ein Team mitführen auf der Straße. Und entlang der Straße angreifen. Dog Company HQ sitzt hier in Position. Sehr, sehr gut. Die bringen wir wieder in Position. Dann das First Team, die quasi supporten. Dann haben wir das First Squad vom First Platoon. Die waren ja in die Reserve gestellt. Und da werden wir uns jetzt ein Assault Team ausgliedern. Die werden mitkommen. Und aber auch das Deckungselement wird mitkommen. Also wir werden ein Squad mitführen. Ich organisiere das gleich noch ein bisschen ordentlicher. Ich möchte nur, dass die sich nicht wieder quasi zusammenfügen. Die machen erstmal einen Marsch bis ungefähr dort vorne. Aber ich denke, das ergibt Sinn. Den ihren Mörser behalten wir erstmal mit hier in der Reserveposition. Die brauchen wir jetzt noch nicht nach vorne bringen, um sie eventuell aufreiben zu lassen mit Pionieren. In allem drum und dran haben wir da, denke ich, dann genug Feuerkraft, um den Gegner da zu unterdrücken. Und wir müssen ja gleichzeitig zu sehen, dass wir am besten auf die ganze Hecke dann dort Feuer aufbringen. Die sind immer noch tiring. Eine Runde können wir denen noch geben.
Und dann haben wir ja hier das Second Platoon. Die haben ja auch ein Sturmelement, das Sturmelement vom Second Platoon. Möchte ich gucken, ob wir es mit denen nicht an das Haus schaffen. Second Squad A-Team, Second Squad B-Team haben wir dann hier, Second Squad C-Team haben wir hier, First Squad C-Team haben wir dort. Moment, also First Squad C-Team, Second Squad A-Team. First Squad A-Team. Sollen sie nach unserem Auseinanderklamüse wieder so ein bisschen zusammenfinden. Trotzdem natürlich ein bisschen Spacing. Gut. Damit bringen wir dann alles hier so ein bisschen nach vorne. Third Platoon HQ folgt. Ich denke, wir haben jetzt quasi noch 30 Sekunden Pause, sonst haben wir hier wirklich einen richtigen Blob. Die folgen mir eigentlich schon zu dicht. Sekunden und die addieren wir hier nochmal drauf. So, da sind wir hier ein bisschen weiter auseinandergezogen. Ich denke, das ist besser. Man muss ja nicht auch noch darum bitten, dass auf einen geschossen wird. Oh. Apropos auf einen geschossen wird, die kriegen hier tatsächlich erstaunlich wenig Flak. Das nutzen wir aus. Lassen der Möglichkeit gleich nach vorne jumpen. Der Mörser hat jetzt aktuell kein direktes Ziel. Mit leichtem Feuer sollten die genug Munition haben. Second Squad B-Team, die gehören hier drüben hin. Die sind rested. Ja, sorry, Buddies. Aber tatsächlich möchte ich die jetzt auch so ein bisschen nutzen, um Feuer auf sich zu ziehen. Ja, dann bitte. Oh, die sehen nüscht, blind wie sonst was. Ah, auch hier Thema Munition. Ein Aimpoint. Da. Und dann auch die Piers können hier die Hecke mit besetzen. Ein weiteres MG schadet auch nicht. Third Platoon.
So, ein bisschen aufpassen, dass wir unser Spacing nicht zu klein machen. Reverse. Na, die gehören zu den Pios. Ich denke, hier drüben haben wir erstmal genug Feuerkraft. Wir bringen die mit auf die Seite. Und schauen mal, damit haben wir jetzt tatsächlich relativ viel geplant. Ich hoffe mal, dass sich das auch irgendwo lohnt. Schauen wir mal. Ja, also alles in allem, wir sind tatsächlich ohne Verluste bis hier vorne an die Bocage gekommen. Das ist schon echt nicht schlecht, hätte ich so nicht erwartet. Auch hier, wir haben das zwischendurch immer mal wieder so im Blick gehabt. Der Gegner scheint unterdrückt zu sein. Da, wo wir ihn auch mal sehen, hier haben wir wohl auch einen Verlust herbeigeführt. Also zumindest teilweise scheinen wir hier dem Gegner auf den Keks zu gehen und auch Erfolg damit zu haben. Hier drüben ist klar, hier die Kräfte ranzubringen, das dauert halt. Ne? Das ist ja nun mal doch ein Feld, das übersprungen werden muss. Und wenn wir da als Blob unterwegs sind, dann sagt selbst das Sturmgeschütz mit dem Fahrer unter Luke, oh hallo, und dann gucken wir doof aus der Wäsche. Immerhin hat sich der Panzer bisher noch nicht festgefahren. Ich erinnere mich da ja an die eine Mission, wo das gleich zum Anfang passiert ist. Jetzt ist es natürlich so hier, wir müssen unsere Munition ein wenig einteilen. Wir haben natürlich nicht unendlich viel davon. Aber
Natürlich müssen wir auch, die Wirkung geht vor. Ich hätte jetzt auch gerne einen 105er Sherman oder sowas, irgendwas, was hier wirklich kräftig reinhämmert. Aber nichtsdestotrotz, dass sie sie hier haben, macht schon einen guten Job. Wir versuchen mit denen hier weiter vorzuspringen. Wir werden auch versuchen, hier den das Sturmelement mitzuführen. Dass das gegebenenfalls wirken kann mit etwas besserer Aussicht. Und auch hier das MG wirkt. Jetzt müssen wir halt wirklich sehen, Feuer an den Mann und viel Schaden produzieren. Second Squad Sturmelement ist wie gesagt, Second Squad B-Team wird als nächstes verlagern. Den Sprung nach vorne machen. Während das A-Team versucht dort dann eine Sicht zu gewinnen, damit wir eventuell auch Sicht auf das Stuck machen können. Und das können wir dann vielleicht seitlich auch mit der Bazooka knacken. Der Mörser, wenn er schon was sieht, zwei, drei Granaten da drüben werden bestimmt keinen Schaden machen. Und hier heben wir uns die letzten Granaten auf und ja, benutzen die dann für Notfälle. Kann eins unserer Kuhs da hinten hingucken? Vermutlich nicht und du darfst nicht anfordern, ne? Das wäre jetzt tatsächlich noch spannend, weil das ist jetzt nichts zeitlich Relevantes. Wenn wir hier mit dem HQ eventuell Feuer auf den Bereich mit dem Mörser bringen, um da einfach sicher zu sein, dass die Pack vernichtet ist. Die sind rested, sehr gut, die springen weiter vor, nicht ganz hier vorne hin, denn so ein bisschen Flankenschutz, denke ich, wird der Gegner schon haben. Außerdem der ganze Blob hier hinten muss ja auch aufschließen. So, er hat jetzt noch wie lange? Spotting. Das ist natürlich ungünstig. Schauen wir mal. Was sagt der Mörser? Der feuert hier, der ist leer. Gut. Clear Target. Abbauen. Leer ist leer. Macht aber nichts. Wir haben ja theoretisch noch einen in Reserve vom First Platoon. Der geht vor, baut auf. Paul kann sich ausruhen. Dunlap übernimmt. Top. Die sind ready. Gut. Gut für einen Sprung. C-Squad. Ja, die sind rested. Ich möchte die auch in ihrem Rested-Zustand halten. Möchte die aber natürlich auch nicht verblobben. Dann übernehmen die diese Position. Ja, da mit hin. Aber wir müssen den Blob auseinanderziehen. Kommt da ja auch noch der Mörser angewatschelt.
So, mal die mal darüber zu ziehen. Gut. Würde ich sagen, so machen wir das. Und schauen uns gleich mal an, was passiert. Standing by for grid location. Wunderbar, und wir sehen, wir sind sogar ohne Verluste relativ hier vorgekommen, sind hier dabei vorzupreschen und ja, müssen natürlich so ein bisschen, ich sag's immer wieder, mit unserer Munition aufpassen. Das war in der Vergangenheit immer wieder, wo man dann festgestellt hat, dann saß ich plötzlich da ohne. Ich denke, hier wird das nicht ganz so schnell so extrem werden. Trotzdem wollen wir das natürlich auch vermeiden. Ah. Also hier diese Baumreihe schön weiter unter Feuer nehmen. Der Spätrupp bleibt jetzt an dieser Stelle, während das Sturmelement ihn überspringen wird. Wichtig ist letztendlich, dass die, dass hier immer Feuer drauf aufgebaut ist, damit der Gegner da unterdrückt ist. Wir hätten sogar 5 Granaten Smoke dabei. Ich überlege, ob es sinnvoll wäre, hier Smoke hinzufeuern, damit wir quasi hier rankommen. Naja. Wäre halt eventuell eine Überlegung wert. Gut, offensichtlich sitzt hier eventuell Feind.
Hier noch das Bar. Das möchte ich dann eiligst mitnehmen. Wenn uns das hier mit rankommt. Das dauert ja ein, zwei Runden, bis das da ist. Und dann können wir hier eventuell leerräumen, das Ganze. Die schicken wir nochmal wieder ein Stück zurück. Halt. Sollen da warten, bis der Mörser so ein, zwei Runden dahin geschossen hat. Tired, okay. Müssen wir auch warten. Ich kann hier leider nicht die gleiche Taktik machen wie hier drüben. Ich kann hier nicht einfach Feuer aufbauen. Würde ich gerne. Aber meine Vermutung ist, dass wenn ich ich hier zu sehr Feuer aufbaue, dass das Stuck hier runter schießt und das hilft mir ja dann auch nicht. Die sind eigentlich ganz gut aufgeteilt hier. Das MG hier mal rüber. Dark Company HQ. Dann hier hin. Hier so ein bisschen auseinanderzerren. Second HQ. Vor. Weil Second Platoon wird ja fast komplett auch vorgehen, deswegen bringen wir mal hier dann bleiben. Wir müssen hier halt so ein bisschen entwirren. Die bringen wir vorne hin. Dass wenn wir dann eventuell das Stück doch loswerden, wir eventuell von hier hinten auch gut Feuer aufbauen können. Können auch in dem Moment Mist, das sollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich eigentlich gerade nicht. Dass die da auf der Innenseite langlaufen. Schweige denn die. Manchmal. So, wir möchten ja wirklich das alles hier oben haben und wir werden dann versuchen, dass wir kurz bevor dann hier der Gegner
bevor wir hier seitlich rankommen, dass wir dann Feuer aufbauen. Gegebenenfalls hier eine Öffnung sprengen. Dazu werden wir dann das Sturmelement hier drüben hin versetzen. Pionier eine Öffnung sprengen. Und dann hoffentlich hier die Baumreihe räumen. Zeitgleich werden wir natürlich versuchen, auch hier vorzugehen. Und hoffen, dass die Jungs, wenn ich dir jetzt so eine etwas bessere Sicht schaffe, dass die das Artilleriefeuer vernünftig leiten können. Botting. Botting. Naja, schauen wir mal, was der Zug noch so bringt. Auf jeden Fall hier drüben läuft es ganz gut, da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Hier ist halt schwierig. Nun gut, bis auf unsere beiden Ausfälle war das wohl ein eher ruhiger Zug. Ärgerlich, hier hat es natürlich direkt den Squad Leader erwischt. Und natürlich ist das ja auch einer der beiden Thompson-Schütze. Das Feuer kam wohl von hier hinten, würde ich grob sagen. Mal sehen, ob wir da irgendwie unterdrücken können. Im Zweifelsfall vielleicht mit dem Panzer hier, dass wir den einfach rüberziehen. Und da mal kräftig hier hinten in die Böschung hämmern. Ich denke, das können wir beim nächsten Mal machen. Ansonsten, ja, und hier drüben hat es einen der Schützen vom Bravo-Team erwischt. Ja. Also der Ryan. Dafür hat jetzt Scott übernommen. Traurigerweise ist Scott auch in der Führung besser. Ja. Schade, Ryan. Herzlichen Glückwunsch, Scott. Wir sehen jetzt direkt auch einen Feind wieder hier. Wir haben also tatsächlich Sichtkontakt und sehen, er ist nicht unterdrückt. Wir müssen hier also mehr Feuer aufbringen. Das werden wir beim nächsten Mal auch tun. Für heute ist Schluss. Freut mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Und ansonsten gibt es natürlich immer noch weiter Combat Mission Black Sea. Da befinden wir uns aktuell in der vorletzten Mission. Und natürlich Command Iran Strike 2022. Aktuell befinden wir uns noch in einer sehr ausgiebigen Planungsphase. Und dann wird wahrscheinlich irgendwann die Debug-Phase kommen.
Ansonsten denke ich, ist auch das ein sehr spannendes Szenario, wenn man Striche und Kreise mag. Und aktuell sollte auch am Wochenende noch das PBM weiterlaufen gegen Dr. Fusselpulli, das auch sehr spannend ist und kann ich nur empfehlen. Also wir hatten einen Mordspaß beim Spielen und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt wie immer bis denn dann und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, ich wünsche euch was, ciao, ciao.